urteilt nicht, es ist nicht hämisch, es ist absolut faktengetragen. Spätestens der Anruf dann auf die Mailbox des Chefredakteurs macht uns deutlich, es muss schon ordentliches Fund sein, das dieser Mann verbergen will. Also wir hatten vor allen Dingen Spaß, eine Dokumentation abzuliefern. Es ist aber mehr als ein Lehrbuch von einer Recherche. Es ist für mich ein Sittengemälde. So verständlich, privat ist privat und darüber berichten wir nicht. Die politische Auswertung oder gar eine juristische Auswertung, die obliegt uns nicht. Tragisch die Geschichte, aber sie ist in sich eine kleine Geschichte, eine kleine menschliche Tragödie. Es war vor allen Dingen die große Sorge bei hochrangigen Beamten, dass der Ministerpräsident und der spätere Bundespräsident nicht mehr unabhängig ist, dass er erpressbar ist. Also spätestens da war tatsächlich das Signal, wir müssen uns kümmern, da soll offenbar etwas vertuscht werden. Es ist auch deswegen hochinteressant, weil es mal den gesamten Fall Wulff beleuchtet. Wenn man unter diesem Gesichtspunkt die Affäre durchgeht, dann kann man springen von Verheimlichungshandlung zu Verheimlichungshandlung. Ich glaube, wenn Sie das Buch lesen, dann werden Sie sich die Antwort geben können. Das ist das Spannende an dem Buch.